This looks so yum. Vegemite ist so beliebt hier. Und die haben voll auf Pastries mit Vegemite und ich glaube, das wird richtig lecker. Das sieht schon so krass. Das ist so richtig fluffiges Hefebrötchen. Mmh. Das schmeckt so gut. Mit Vegemite ist es so würzig. Und der Käse und dann dieser fluffige Teig. Und gut. Mega lecker. Und das hat nur 3,90 Dollar gekostet, also 1,80 Euro vielleicht? Nee. Nevermind, ca. 3 Euro wahrscheinlich. 2,50. This is literally the easiest cake ever. Und ich habe es gerade probiert. Es schmeckt so lecker. Ich werde das Rezept auf Instagram posten. Findet ihr im Highlight Rezepte. Und ja, es ist echt ein richtig, richtig einfaches. Man benutzt einfach canned apples und ganz wenige Zutaten. So try it. And I know the kids will absolutely love it. Ich war auch beim Einkaufen, habe ich mir einen Kaffee geholt. Ich trinke jetzt immer einen Cappuccino. Mit Kokosmilch anstatt mit Hafermilch. Zu Hause trinke ich eigentlich mal Hafermilch. Mein Kaffee, aber ich bin obsessed mit Kokosnussmilch. Und ich habe mir jetzt auch so einen Keep Cup gekauft, der war mega günstig bei Kmart. Weil ich meinen zu Hause vergessen habe und ich wollte mir jetzt keinen teuren, guten kaufen. Ich habe zu Hause einen von Frank Green. By the way, Frank Green ist übrigens eine australische Marke. Aber trotzdem habe ich mir jetzt einfach nur einen günstigen gekauft, damit ich mir meine To-Go-Coffees damit holen kann und nicht immer die Plastikbecher habe. Ja, aber Coconut Milk. Love it. Ich glaube aber, dass die Kokosmilch zu Hause einfach nicht so gut ist wie die hier. Von daher, who knows, ob mir das zu Hause halt auch schmeckt. Aber hier ist es auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Veggie Crisps probieren. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten steht Hot and Spicy. Ich hoffe mal, die sind nicht so krass hot. Auf jeden Fall bestehen die aus Yellow Sweet Potato, Green Radish, Beetroot, Shiitake Mushrooms, Broccoli and Green Beans. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten haben die auch nur Vegetable Oil, Seasoning, Spices, Vegetable Powders, Onion, Garlic. Sieht schon irgendwie sehr vielversprechend aus. Das sind richtige Veggie-Stückchen. Vor allem gespannt bin ich auf die Mushrooms und Brokkoli und so weiter. Schnapp mir mal direkt so einen kleinen Mushroom. Sehr crunchy. Schmeckt auch echt nach Pilz. Mega lecker.
Es ist ein bisschen scharf, aber nicht sehr scharf. Auch ein bisschen salzig, aber auch nicht zu salzig. Das ist schon mal echt gut. Green Bean. Die ist ein bisschen, also auch crunchy, aber nicht ganz so hart. Hat auch sehr viel Geschmack, also mal abgesehen von den... Das war jetzt ein bisschen scharf. Es ist ein bisschen scharf, aber nicht sehr scharf. Oh. Finde ich richtig, richtig lecker. Erstaunlicherweise. I like. Einfach viel zu viele großartige Snacks hier in Australien in den Organic Stores, aber auch bei Coles nur, haben die einfach so eine gute Auswahl an so, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil es halt Sachen sind, die ich nicht zu Hause habe, aber ich habe das Gefühl, die haben hier einfach richtig viele coole Sachen und richtig viele coole, so kleine Startups und coole Marken, wie zum Beispiel Loco Love Chocolate with Benefits. Das ist die Lieblingsschokolade von Elsa's Wholesome Life, falls ihr sie kennt, Ellie Bullen. Der folge ich schon so krass lange auf Instagram. Das ist eine australische Influencerin von der Gold Coast, also gar nicht so weit entfernt von uns, maybe so anderthalb Stunden. Auf jeden Fall ja, mag ich die richtig dolle gerne. Und die isst richtig gerne, diese Loco Love Chocolate, made in Byron Bay, Australia. Und das ist ihre Lieblingssorte. Davon gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Ich habe zwei verschiedene gekauft. Und das hier ist die Butter Caramel Pecan with Cinnamon Chocolate. Und dieses kleine Stück Schokolade, man sieht ja, wie groß es ist, hat einfach fast 6 Dollar gekostet. Also ungefähr 4 Euro. Was irgendwie crazy ist, aber naja. Let's unpack it. Die Verpackung ist auch einfach so schön. Oh my goodness. Look at this. I need to take a picture. She is beautiful. Ist echt wie so ein kleiner Marsbar und dafür einfach 6 Dollar. Let's try. Oh my god, der Karamell. Nie in meinem Leben sowas Leckeres gegessen. Oh mein Gott. Okay, noch nie in meinem Leben so leckere Schokolade gegessen. Karamell da drin. Und die Schokoladenschicht außen drum ist nicht zu süß. Okay, ich verstehe sehr gut, warum das die Lieblingsschoki ist von Elsa oder von Ellie. Wow. Today was a very exhausting day. Und ich probiere jetzt, beziehungsweise ich probiere nicht, weil ich habe schon getrunken. Kombucha. Hello. Organic Kombucha Pink Lady Apple. Very exciting. Sarah's Day, falls ihr die kennt, ist eine australische YouTuberin, meinte, das ist ihre Zweitlieblingssorte und die war reduziert, hat nur 5 Euro gekostet, diese 5 Dollar. Diese große Flasche, was ist das? 1 Liter oder so. Und das trinke ich jetzt. Ich würde sagen, diese Kombucha-Marke Remedy ist so die am weitesten verbreitete hier in Australien. Davon gibt es super viele Sorten. Passionfruit soll davon auch richtig gut sein. Das will ich eigentlich auch noch probieren. Another day. Aber diese Sorte schmeckt sehr frisch und fruchtig. Schmeckt auch apfelig. Für mich könnte es ein bisschen süßer sein, aber ich glaube, ich bin momentan auch einfach sehr an Zucker gewöhnt. Ich habe immer so also Phasen, wenn ich viel Zucker zu mir nehme, dass ich dann Sachen auch süßer haben will. Und wenn ich Zucker gar nicht mal so dolle gewöhnt bin, dann würde mir das wahrscheinlich sogar süß schmecken. Aber sehr lecker. I like. Ich würde aber sagen, vielleicht nicht mein allerliebster Kombucha, weil er eben nicht ganz so süß ist. Und dann habe ich heute auch noch diese Nusa Chocolate gekauft. Nusa Chocolate ist Schokolade, die in Nusa hergestellt wird. Und die haben halt so Beeren und Nüsse mit Schokolade überzogen. Die haben so eine richtig dicke, richtig geile Schokoladenschicht.
Und da habe ich zum Verschenken Sunshine Macadamias gekauft. Die sind von der Sunshine Coast. Und Macadamias sind ja, ich bin der Meinung, Macadamias kommen aus Australien. Und davon habe ich 2 Packungen gekauft zum Verschenken. Und dann noch eine Packung Black Cherries. Für mich zum Schnabulieren. Plump Semi-Dried Black Douglas Cherries mit Dark Chocolate ummantelt. Und ich finde, die sind mega lecker. Ich liebe mit Schokolade überzogene Rosinen, Nüsse, alles Mögliche. Just made an afternoon snack. Ich habe einen Hot Cross Bun, einmal mit Salty Butter und einmal mit Peanut Butter and Jelly und dann noch eine Nektarine aufgeschnitten. Wir waren heute früh beim Netball mit den Mädels. Sie spielen nämlich Netball. Ich muss das unbedingt mal filmen. Die haben irgendwann auch Spiele, da kann ich dann mal ein bisschen mitfilmen. Das ist ein sehr lustiges Spiel, das kennen wir irgendwie in Deutschland gar nicht. So ein bisschen Basketball ähnlich, aber auch anders. Aber so richtig kenne ich mich damit jetzt auch nicht aus. Auf jeden Fall habe ich mir gerade ein bisschen was von dieser Schoko-Kokosmilch, ich hätte mal drauf gucken sollen, was die Ingredients sind, mir eingegossen. Die haben wir nämlich gekauft zum Probieren von Cocobella, dieser Kokosnuss-Wassermarke, ist das die Schoko-Version. Und es schmeckt echt wie Schokomilch. Ist auch super cremig, super schokoladig. Ist definitiv einiges an Zucker drin, das merkt man, aber es schmeckt sehr lecker. Sehr nicer Snack. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt gar nicht so richtig wässrig, sondern richtig milchig. Also es ist wahrscheinlich auch echt fast wie Kokosmilch mit Schoko. Auf jeden Fall sehr lecker. Ich werde jetzt meinen Snack genießen und Emily in Paris schauen. So, watching Emily in Paris. Bin jetzt bei Episode 4. Ich dachte, ich bin schon weiter. Naja, auf jeden Fall gibt es noch einen Snack, den ich euch natürlich zeigen will. Es könnte auch ein Food Diary sein. Aber ich habe mir beim Kohl's diese Honest Sea Algenchips gekauft. Sea Salt Flavor. Und ich liebe Algenchipschen. Die sind so krass lecker. Meine Kamera balanciert auf meinem Knie. Und die sind nicht so ultra günstig und vor allem ist es nicht viel. Aber die schmecken so gut. Und das sind halt einfach so Nori-Blätter, aber die sind so richtig crunchy. Also nicht zäh, sondern crunchy. Mega lecker. I'm making lunch und diese Nudeln, meine Au-pair-Mom ist damit obsessed, sind so spicy Ramen-Nudeln. Und ich habe mega Lust, sie zu probieren, werde dazu aber noch ein bisschen was adden. Ein paar Pilze, Tofu, ein paar Sprossen, Koriander. Einfach, damit es etwas mehr eine Mahlzeit ist. Let's try them. Da was richtig schön war. Ich mag die Großeltern total gerne. Die sehen wir öfter und ja, ich mag die voll. Die sind richtig sweet. Und ich esse jetzt noch die Schoki. Und ich habe noch die, beim letzten Mal habe ich glaube ich die Caramel Chocolate gegessen. Und das ist die Black Cherry and Raspberry Chocolate. Very excited to try this. Und einen Vlog von, nur ganz kurz, ein paar meiner liebsten YouTuberInnen. Elsa's Wholesome Life habe ich hier gerade als erstes. Ihren Vlogs schaue ich richtig gerne. Sie hat einen neuen Vlog. Dann Erva Jules also has a new Vlog. Lieb ihre Vlogs. Und Natalie Sarkek, don't know, hat auch einen neuen Vlog. Mal als 3 Empfehlungen. It is so good. So yummy. Hat einfach so getrocknete Cherries mit drin. Und die Schokolade ist so cremig und intensiv, aber auch nicht zu dunkel. Amazing. Und die ist vegan übrigens.